Guten Morgen, guten Morgen. Heute geht's zu meiner Uroma nach Puntalinao und auch zu meiner Oma, also zu denen hier zu Hause, nach Katipunan. Und ja, der ist schon voll ready. Und ja, wir werden dann wieder mit meinem Onkel fahren, hinten auf der Ladefläche. Und ja, das wird jetzt eine lange Fahrt. Er beobachtet mich. Und es wird eine aufregende Fahrt. Freue mich schon voll. Jetzt seht ihr richtig so das Dorfleben. Bum, bum, bum. Dann seht ihr mal meine anderen Verwandten. Wir haben sehr viele Verwandte. Just saying. Also wir haben eine sehr große Familie. Schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist. Und bei uns war es auch so, also bei uns ist es auch so, auf einmal lernt man jemand Neues kennen von seiner Familie. So riesig ist die. Naja, jetzt werden wir uns mal ready machen. Der wird uns wieder voll vermissen. Flecki. Es gibt jetzt wieder Essen. Essen. Ja, doch, doch. Wir sind angekommen und oh, Anna war ja schon noch, ich hatte voll Angst vor den ganzen Palmen hier, weil meine Oma hat uns erzählt, es sind schon viele gestorben, so also, nicht viele, zwei, drei Leute, die... Ja, meine Kokos ist auf den Kopf gelandet. Ja. Und guck mal, die sind genau über uns. Hey, ist eigentlich schon gefährlich. Ja. Aber hier, guck mal, krass, wo Oma wohnt. Ja. Uroma. Uroma. Einfach nur Strohhütten. Ja, und viel Palmen drumherum und viel Gras. Jim Jim, du Bauarbeiter. Denkt sie so, what? Da denkt sie so, ja, yeah, ich bin cool. Guck mal, meine Oma wohnt direkt am Meer. Meine Oma wohnt direkt am Meer und hat eine Hütte, die auf dem Meer steht. Ja. Das werdet ihr gleich sehen. Ja. Und halt ganz viele Schweine. Ganz viele Schweine. Oh, die Schweine haben gebissen damals, gell? Ja, guck mal. Und da sind wir schon. Hello. Oh, Amin Lula. Himori mga bata. O di. Aw, kisam na. Si Ana. Ana. Si Ana, laim mo lagi yung bata. Ah. Oh. Hey, ano ba si Ana? Oh, Ana. Katarina. Kaya si Katarina. Nang limpyo po ang kuan dito sa kusina ba? Limpyo naman ito. Si, ano si, panlinda o? Si Katarina. Kana yung si Nonoy? Simba, nandiyan ang lahat. Ich habe Hundefutter mitgebracht, das will ich unbedingt den Hunden nehmen. Warte. Weil also das Hundefutter, was Flecki nicht isst, gebe ich den anderen Hunden hier. Where is he? Ah. Nimba. Nimba. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wie es bei ihr aussieht. Schweine! Boah, hier stinkt's. Oh, weißt du, ich hatte damals ein Schwein. Oh, der Schwein pisst der. Pag bantay ka dyan, ha? Kaya maakla sila. Das ist ihre Hütte.
Guck. Das ist ihr Esszimmer. Hier, wie ihr sehen könnt, voll schön. Und da vorne ist eine andere Insel. Also hier ist das ist so ein also das ist auch so ein Fischerdorf. Also hier fischen auch voll viele. Hier habe ich irgendwie voll Angst, immer drüber zu gehen, dass es abrutscht. Ihre Küche. Wollen die mich verarschen? Das ist ein kleiner Doggy Dog. Karina, das ist bestimmt einer von den Welpen damals. Weil das letzte Mal, wo wir hier waren, da waren hier so 6 Welpen oder so, die waren frisch geboren. Und ich glaube, der Kleine ist einer von denen. Das ist auf Fallenkatz. Steh auf, steh auf. Und der kaut die ganze Zeit an dem Ohr. Oh, jetzt rastet hier aber aus, du. Ich zeig euch mal die Mamaschweine. Weil hier sind, also das sind die Kinderschweine, das sind die Mamas, die Big Mamas. Boah, Alter, voll die fette Scheiße. Ist das auch eine Mutter? Oh, hab ich dich gestört bei deinem Schönheitsschlag? Also die Schweine sind zur Zucht da, also die werden geschlachtet für Spanferkel und sowas oder allgemein. So Schwein halt essen. Aber weißt du, ich frage mich halt manchmal so krass, dieses ganze Häuschen steht nur auf 4 Beinen. Und also so das Holz sieht schon voll moderig aus. Versteht ihr, was ich meine? Und da sind manchmal einfach so 20 Leute drauf. Das ist schon krass. Also, dass es überhaupt hält. Und hier drin ist das Grab meines Uropas. Hier ist mein Uropa drin. Also früher, also heute darf man das nicht mehr, also die Leute, glaube ich, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, man darf heute sie nicht mehr zu Hause begraben, heißt das so? Ja, oder beerdigen, oder wisst ihr, was ich meine? Also ihr wisst, was ich meine. Früher durfte man das noch. Guck, das ist hier sein Grab. Hier ist überall die Wäsche. So, ups. Das ist mein Uropa. Und sie, das ist, glaube ich, meine... Das ist meine Uroma, oder? Nee, ich weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall mein Uropa, aber... Ich weiß nicht, voll gruselig, Alter. Es ist, also wenn sie überlegt, das ist schon irgendwo so voll komisch, wenn jemand bei dir im Haus begraben liegt, aber... Hier ist es so ganz normal eigentlich früher gewesen. Kat! Ich war gerade an Opas Grab. Okay. Ist auch noch von uns, gell, früher. Kat. Oh ja. Da waren wir noch richtig cool mit Totenköpfen und so. Ja. Wir essen jetzt gerade hier in dem Häuschen. Guck, unter uns ist Wasser. Der Hund wartet schon, bis jemand irgendwas runterschmeißt. Die wachen jeden Morgen auf und sehen das hier. Ich glaube, für die ist gar nichts mehr Besonderes hier. Ja, genau. Ich glaube, für die ist es besonders, wenn die aufwachen und man sieht Schnee oder Stadt. Ja. Hier, guck mal, da hinten sind auch ganz, ganz viele Häuser im Wasser. Fischerdorf. Was? Fischerdorf. Es gibt übrigens Hühnchen.
Und sie ist rohen Fisch, Alter. Übel, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir so. Das ist roher Fisch, das lieben die voll. Genilau heißt es. Das macht man mit Zwiebeln, Knoblauch, was noch? Essig. Aber dann finde ich. Dann finde ich aber. Und es ist einfach roher Fisch. Meistens macht man Genilau ja mit kleinen Fischen. Da finde ich die kleinen Fische nicht so. Ja, nicht so schlimm wie. Das sind ja große Fische. Die wurden einfach auseinandergeschnitten mit der Schere. Ja. Und dann ein bisschen Essig, ein bisschen. Okay. Ja, mit der Schere. Ja, ich habe doch gesehen, wie es zubereitet wurde. Die haben die Köpfe abgeschnitten, dann die Innereien halt so rausgezogen und ja, dann. Vor allem, da sind doch Gräten drin, mal, oder? Mhm. Kann man die essen? Ja. Das Interview. Yeah. Hier essen sie alle. Hier ist der kleine Laden, wo meine Uroma arbeitet. Also meine Uroma ist 95, glaube ich. Und sie tut hier trotzdem noch weiter die Sachen verkaufen. Also das ist so ihr Reich. Ich klaue mir mal was Süßes. Das da. Ja, was gehört? Salam. Sie hat mir extra eine Cola geholt, ich hab's nicht gecheckt. Bibi! Das ist voll große Augen. Wo ist die Katze? Die ist da drin. Wo? In der Küche. Ah, da? Guck mal, wie schön, gell? Ah, da voll die Glubschaugen. Das ist ja nicht gut, ne? Ja. Ja, ich glaube, die muss sich mit den ganzen Hunden hier durchsetzen. Ja, die Hunde sind hier so eine Gang. Wenn die hören, irgendjemand von den anderen Hunden greift denen ihre Crew an, dann rennen die alle sofort. Ja, wenn einer, ich glaube, einer macht so einen Ruf. So einen, ja, und dann alle. Und dann kommen alle, ja. Das ist voll lustig. Ich kann mich gar nicht sehen. Lola, wo meine Kamera? Ako. 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 Allerdings, die haben gerade davon erzählt, dass die kleinen Kinder hier immer ins Meer kacken. Und dann mein Onkel Onkel Bombo hat Scheiße rumschwimmen sehen. Ach so. Was, die Kinder kacken ins Meer? Ja. Sauberer als die Toilette, gell? Ja. Das ist übrigens mein Onkel. Ja, unser Onkel. Das ist unser Großonkel. Oder wie das? Mark J. Mark J. Nach einem Nickname. Anga. 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 Ah. Anga. Krepalanga, man. Ah. Noch ein Spider sa imong buhok. Ah. Oh, nagawas na. Nagmotor na deka? Pira mo dan? 13. 13 pa. Ich bin auch früher schon mit 9 gefahren, weißt du? Übel, ey. So läuft das hier. Übel. Mit 13 schon voll so Motorradgangster. Und ich glaube, der hat auch schon mit 10 angefangen, gell? Ja, also früher bin ich mit 9 schon gefahren und mit dir noch hinten drauf. Dann noch jemand, bis Dings Reifen geplatzt ist. Ja. Schon cool hier. Und hier stinkt es überall nach. Hier stinkt voll nach Schweinekacke und so. Also, ihr könnt euch bestimmt nicht vorstellen, wie es hier riecht. Also, wenn man durch diese Linse, durch den Computer, Geruchssensor einbauen könnte, dann würdet ihr vor Kotze. Wir wollen jetzt mit unserer Uroma oder allgemein mit unserer Familie ein paar Fotos machen. Erinnerungen und so. Jetzt geht's wieder auf die wackelige Brücke. Hund, mach Platz. Wir sind jetzt gerade wieder im Pedicab. Pedicab. Pick-up. Mein Pickup. Du bist doch voll die Viecher. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Friedhof, zu meinem Onkel. Wir sind gerade dort auf dem Weg.
sind vorhin ein bisschen emotional geworden. Meine Mama tat mir voll leid. Wir mussten voll mitweinen, weil also mein Onkel ist letztes Jahr gestorben, also dieses Jahr wird's ein Jahr. Das war so der beste Freund von meiner Mama. Also genau so. Unser Onkel. Ja. Deswegen. Ihr Onkel. Also ihr, das ist eigentlich ihr Onkel, gell? Ja. Ist es unser Großonkel? Ja, Großonkel. Ja. Das sind unsere. Warte mal, wie nennt man aber die denn? Aber meine Mama und unser Großonkel waren gleich alt. Genau. Die waren beide gleich alt. Voll komisch. Ich weiß nicht, wie. Also ich check das eh nicht mit diesen Verwandten und so. Auf jeden Fall sind die zwei die Cousinen von meiner Mama. Das sind unsere Großcousinen. Das sind unsere Großcousinen dann, genau. So, wir laufen jetzt gerade zu seinem Grab. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginang Diyos manakan nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan mo sa bang bunga sa tiyan mga si Jesus. Abi po siya naman sa'yo. So, wir haben jetzt noch ein zweites Grab besucht von dem Bruder von meiner Oma. Und jetzt zünden wir gerade so einen Laubhaufen an. Und jetzt muss man über den. Man muss da drüber laufen, um die Geister, die sich angehängt haben, abzuverscheuchen oder zu entfernen. Genau, also damit sie nicht. Also, dass man nicht von einem Geist verflucht wird, so nach dem Motto. Mhm. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Oma und Opa, deren Haus. Dann seht ihr das auch mal. Wir wohnen jetzt hier am Ende der Straße. Gell? Okay? Sitzt gerade so. Wir haben nämlich einen kurzen Stopp gemacht. Meine Pickup. Das ist ein richtiges Kaff hier. Hier ist ein richtiges Kaff. Bei meiner Oma war schon Kaff und jetzt ist es noch Kaffer. Ist es Kaffer als bei Uroma? Nee, bei Uroma ist es Kaffer. Okay. Hier, da, das bunte blaue Haus. Hello. So, bevor ich euch, guck mal, hier sind überall Pomelos. Pomelo. Hier sind voll viele. Hier ist unsere alte Schaukel. Banane, genau. Das ist unsere alte Schaukel von Deutschland. Die haben wir ja damals extra aus Deutschland mitgenommen und hier spielen die Kinder. Hallo! Hallo! Der Garrett ist so. So, hier geht's zu meiner Oma rein. Hier, das ist ihre Küche. Das ist ihr Klo. Hat sie hier nochmal eine Küche. Und hier ist ihr Wohnzimmer. Und das ist Schlafzimmer. Hier haben wir früher immer gespielt. Und hier sind überall Guaven. Seht ihr das? Guaven. A beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ayo. 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 Ayo.
Lingkuran mo? Bata mo nung dudong pao? Bata. Dira ka to, gray yun ka? Di na kumuk. Siya na, kailan mo dahil. Maya po yung diyasan. Pimente na ka, dira ka, Ray. Dira ka, pimente. Also, die Tante von meiner Mama ist schon seit 12 Jahren, also sie kann seit 12 oder 13 Jahren nicht mehr laufen und deswegen ist sie da halt schon seit 12 Jahren in ihrem Bett. Aber kann man halt nichts anderes machen. Die Hunde sind voll schön. Das sind Geteile von meinem Opa, von meiner Tante, alle Geschwister von Papa und hier. Voll gut. Und die Geschwister von meiner Oma, die wohnen da am Strand, wo wir vorhin waren. Ja, so sieht's hier aus. Einige von euch sind vielleicht etwas geschockt. Einige vielleicht nicht. Aber es ist schon krass, wenn man so überlegt, dass so, also ich kann mir halt nicht mehr vorstellen, so, also hier zu wohnen oder halt voll krass ist. Also ich habe mich schon so an Deutschland gewöhnt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, hier zu wohnen und so. Und ja, das ist schon krass. Ah, hey, jetzt kommt nur noch Busch. Katze! Krass, weißt du noch, wo wir sind hier gefahren? Hier geht's zur Schule. Stimmt. Die sind mit uns verwandt. Hallo! Das sieht man. Lulu Arnolds Face. Hallo! Hab ich da noch? Hallo! Wir sind jetzt wieder an einer Grabstätte. Und wir suchen das Grab von meiner Tante. Und hier ist übrigens das Nationaltier von den Philippinen. Tada! Ein Carabao. Carabao. Ich habe Angst. Ha? Jetzt wollen wir euch mal kurz zeigen. Schon eine Carabao, also ein Büffel, Wasserbüffel heißen die. Sind die. Heißen die auf Deutsch? Die Arbeitstiere von den Filipinos. Genau. Alles, was man schleppen muss, können die tragen, weißt du. So, jetzt ab. Und dann fällt einer auf die Fresse. Ja, Mulan. Wir sitzen wieder im Auto, haben jetzt unsere Tante besucht. Pat und ich haben bald kein Akku mehr auf dieser Kamera. Ja. Deswegen, es kann sein, dass es das beste Video sein wird. Auf jeden Fall fahren wir jetzt halt nach Hause und gehen gleich essen. Falls die Kamera nicht mehr mitmacht, sehen wir uns dort wieder. Naja, zu Hause wieder. Zu Hause. So, wir sind jetzt zu Hause und schauen TV. Ja. Wir gehen jetzt, mein Onkel und so. Tschüss. Es ist schon krass eigentlich, wie krass die Unterschiede sind. Also ihr kennt ja unser Leben in Deutschland, ihr kennt jetzt mittlerweile unser Leben hier auf den Philippinen und jetzt kennt ihr auch das Leben unserer Familie, bei meiner Oma und so weiter. Kat und ich versuchen natürlich unserer Familie zu helfen, so gut wir können, weil im Endeffekt ist es immer noch unsere Familie. Und also Leute, ich sag dann mal Tschüss für heute. Kat ist noch im Wohnzimmer, aber ich sag jetzt auch mal Tschüss für sie. Wir sehen uns morgen wieder und denkt dran, schätzt das, was ihr habt, und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!